meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Cookies. Essbaren Keksteig. Ja, und ja. Davon kriegt man keinen Bauchweh. Genau. Und zwar haben wir das Rezept vom Bake Club. Ist auf YouTube. Mille hat es gesehen und hat gesagt, Mama, bitte machen wir es. Und das machen wir jetzt nach. Mille darf alles machen. Ich habe alles schon hergerichtet. Alles, was wir brauchen, ist 180 Gramm Zucker, 70 Gramm brauner Zucker, geschmolzene Butter, da ist der normale Zucker, Schokotröpfchen, Mehl, Vanillearoma eigentlich, aber wir nehmen Vanilleschote. Ja, eigentlich nicht viel. Ich schreibe das Rezept in die Infobox und da könnt ihr die Zutaten mal anschauen, was man alles genau braucht. Also, Mille, leg mal als los. Als erstes brauchen wir die zwei Zuckersorten. Meine Maus packt schon. Und die müssen wir jetzt erstmal gut verrühren. Dann kommt Butter rein. Die geschmolzene Butter, gell? Ja. Mhm. Und super. Das müssen wir jetzt verrühren. Genau, das müssen wir gut verrühren jetzt. Macht es dir Spaß? Ja, ich liebe Kuchen machen oder halt. Ja, einfach was backen liebst du, gell? Ja. Gut. So, als nächstes kommt... Warte mal, die Vanilleschote. Die Vanilleschote kratze ich ihr jetzt hier raus. Normalerweise Vanillearoma reicht auch. Ich habe halt keins gefunden und deswegen nimmst du jetzt den hier. Und das reicht jetzt eigentlich auch, aber wenn man will, kann man auch mehr machen. Super. Gut. Verrühr mal da auch. Ja. Wow, du bist mal eine Bäckerin, oder was? Also Konditorin wird sie. So, jetzt. Somit haben wir jetzt Vanillebutterzucker. Vanillebutterzucker, ja. Und jetzt kommt das Mehl. Mehl immer durch ein Sieb. Ja, wollte Mille gerade sagen, gell, Mille? Ja. Das ist immer gut, dann bilden sich nicht so viele Klümpchen. Tu mal verrühren was. Gut. Erst noch so ein bisschen und ja. Jetzt kommt der Rest. Verrühr mal. Wird schon so richtig. Uiuiuiui, die ganze Bude wird voller Mehl. Und tu mal noch ein bisschen rein den Rest. Jetzt da. Und das muss er jetzt ganz gut verrühren. Aber wenn man auch zu wenig hat, dann kann man auch noch ein bisschen mehr. Genau. Sie sagt ja auch, wenn die Masse muss ja schön die Konsistenz, dass man formen kann. Und wenn das Mehl zu wenig ist, zu viel Butter, sollen wir noch ein bisschen Mehl dazu tun. Tu mal richtig verrühren noch, da ist noch was drin. Wird schon ein bisschen hart. Wird schon hart? Oh ja. Ja, verrühren mal richtig. Aber jetzt. Sag mal, darf ich mal schnell anschauen, was? Darf ich mal probieren? Keine Ahnung. Ja, ich probier's mal, okay? Also je mehr man rührt, Mille, guck mal, wird der härter. Lieblingsteig! Ist er jetzt gesund oder nicht? Naja, so. Ein Haufen Zucker drin. Zucker ist nie gesund. Also die Konsistenz ist super geworden jetzt. So, und jetzt kommen die Schokotröpfchen. Ja. Aber nicht alles. Ja, du kannst schon fast alles reintun, Maus. Wir tun ein bisschen was zum Dekorieren noch übrig lassen. Drauf, reicht. Wie bei Play-Doh. Play-Doh. Ist ja auch ein essbarer Keksteig. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mit der Hand. Ja. Wir haben auch Hände gewaschen. So, also. Fangen wir mal an. So kleine, runden Förmchen. Kameramann darf auch testen. Die muss man zuerst aber kühlen, gell, Mille? Mhm. Weil wenn man es nicht kühlt, dann schmecken es nicht. Ich kühle den jetzt in meinem Mund. Also. Wir tun das Ganze dann in die Förmchen rein. Aber zuerst tun wir mal da drauf. Weil wir es ein bisschen größer. Kannst du ein bisschen größer machen, dass die in die Förmchen reinpassen. Mille, weißt du, was ich meine? Sonst passen die da, da sind die zu klein. Fühlt sich voll gut an. Einfach so machen. So, guck. Einfach so. Nein! Ja. Ey, Finger halt, weg! Halt, Diebe im Haus! Einer geht schon. Nein, der muss kühlen, der schmeckt sonst nicht. Doch, das schmeckt. Echt? Ess den.
kann es nicht aushalten. Ich liebe das, gell? Was macht ihr da? Wir dekorieren. Dass man halt ein bisschen schön aussieht. Sie hat Zartbitter gehabt, gell, Millet? Zartbitter-Schokotröpfchen. Wir haben jetzt die Vollmilch, deswegen ist, die Farb, ist der Farbunterschied nicht so krass, aber meine Geschmackssache. Hui. Vielleicht mag sie Zartbitter und wir aber nicht. Genau. Aber Millet macht es gut. Supi. Bin ja richtig stolz auf dich, du kleine Konditorin. Hey, nennt man mich nicht. Das sind jetzt die fertigen Cookies und die kommen jetzt in den Kühlschrank. So, meine Lieben, so sehen die fertigen aus, so sehen die ohne Ding aus. Und so sehen sie mit den Dingern aus. Wir haben sie da reingetan, dass sie ein bisschen schöner aussehen, gell? Ja. Mhm. Probieren wir eins? Probieren wir eins, komm. Also, eins, zwei, drei. Das schmeckt nach Biskuitteig oder wie nennt man das? Kuchenteig, genau, und Brotteig. Kinder essen ja sowas gern. Ich mag Brotteig überhaupt nicht. Also, wenn ihr mal keine Lust habt zum Backen und zu warten, kann man sowas machen, so einen Keksteig. Und im Kühlschrank mal eine halbe Stunde drin lassen und dann kann man es essen. Hast du super gemacht, mein Maus. Lei liebt ja solche Sachen, gell? Und am Tisch ist der Hund. Der hat gemerkt, dass es was zu essen gibt. Ich denke, dass er was kriegt.